Hallihallo Leute, willkommen zu Game Inc. und zu Dark Souls 3. Und es soll heute ein bisschen darum gehen, da ich mich ja gestern extrem abgefuckt habe über dieses Spiel. Mal davon abgesehen, dass es wahnsinnig wenig Neues macht, was zum einen gut ist, zum anderen im Bereich Ausrüstung ein schade ist. Wenn wir jetzt... Ich gucke mal, ob die auch... Okay. Mal gucken. Versuchen wir jetzt nämlich ein Rüstungsset hier anzueignen. Nämlich das Rüstungsset. Das Rüstungsset unser Ritter hier leuchtet. Der hier. Weiter oben kommt. Den Helm habe ich schon. Habe ich auch schon auf. Standbolzen, das ist sehr schön. Also hoffentlich geht der Stream. Und ihr kommt alle rein. Ich meine, der Stream ist ja nur so nebenbei. Nice to have. Ich dachte eigentlich, der hätte ein bisschen mehr Anklang. Aber dem ist leider nicht so. Aber das soll mir egal sein. Das ist was. Shit. Bin ich doch tatsächlich weit in der Nähe rumgelaufen. Was ich schön finde, ist eigentlich, dass das Schild wieder schneller hochkommt. Ja. Relativ in seiner Zone, wo ich den verlieren hätte. Eigentlich der da oben. Er steht auch wieder da. Ich dachte, der wäre einmalig, weil der ja relativ heavy ist. Aber ich dachte mir einfach, wir lernen jetzt einfach ein paar Gegner heute. So, die haben wir da mal weg. Weil was ich gelernt habe, ist, dass die Fackel verdammt mächtige Waffe ist. Für sehr viele Gegner. Hallo, interessiert dich für mich? Guck mal hier. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, Gegner zu kämpfen. Alter. Was mich echt ein bisschen aufregt, ist, dass wir häufig die schlagen. 1, 2, 4, 5. Man kann sich hier echt nicht mehr drauf verlassen, dass das Schild einem hilft. Es hilft einem. Der guten Morgen zurück, auch wenn es schon später Nachmittag ist, beziehungsweise früher Nachmittag. Anfänglicher. Und ich raff das einfach nicht, wie man die pariert. Raff es einfach nicht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass er die Texturen spät lädt. Das raff ich auch nicht. Schon die Seelen holen. Ich
Jetzt quadriert. Ja, das bringt sogar einiges. Heilen wir uns wieder. Den hier, den kriege ich zum Beispiel nie pariert. Der schlägt auch so schnell zu, ich muss erahnen, wann er es macht. Den kriegt man passiert. Aber den anderen. Wow. Geben halt 200 Seelen, das ist halt nicht. Das war ungewollt, aber okay. Oh, der hat das Schild bekommen, das ist schön. Und wir versuchen es weiter. Jeder muss hier drauf gehen. Kollege. Dass ich das nicht blocken kann. Nervt mich. Ja, das ist tot. Ah! Er macht einfach nicht. Schon wieder. Wann haben wir angefangen? Machen wir einfach bis 40. Und es ist so wahnsinnig schwer hier hoch zu leveln. Unfassbar. Das war doch perfekt pariert! Leckt mich! Auch das war doch perfekt pariert, Mann! Verstehe ich nicht! Ich weiß nicht, wo man da parieren soll! Hammer's jetzt! Alter, der haut 5 Schläge auf einen. Bis der mal nachlässt. Geht es
Nee, das ist nicht NG Plus. Das ist immer noch erster Run. Tagen mittlerweile draußen. Das kam erst am Dienstag. Soll ich da schon NG Plus sein? Gut für die Leute, die besser spielen wie ich, kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich habe wenig Leben, das ist richtig. Aber gibt es denn eigentlich diesen Ring der Gunst? Ach, jetzt rennt er einfach zurück. So war das nicht gedacht. Gibt es einen Ring, wo ich mehr Leben habe? Genau. Ich meine, es mangelt an Leben und Kondition. Echt? Den Ring habe ich, also der bringt ja null. Tragisch, dass jemand Schild nicht so gut zurecht. Also ich komme gerade mit Schild weniger gut zurecht. Denn auf Laufholz weiter. Was sagt uns das? Unglaublich. Jetzt, wenn ich überhaupt nicht block, geht es viel besser. Was ist da los? Das ist etwa die Strategie, die man fahren muss? Ah, ja. Hat sich aber Zeit gelassen. Ich bin nicht in entfachter Form, nenne ich es jetzt mal. Das würde ich ja auch glühen. Es ist unglaublich. Es ist so unglaublich, dass die Eingaben so spät kommen. Aber wieso lassen die nicht mal ihre Kackrüstung fallen? Oder nicht? Oh.
Wir fahren endlich mal ein anderes Schwert. Scheiße. Einfach genauso wie die spielen. Einfach blöd auf den Gegner einpreschen. Das ist leider die beste Strategie. Trotz Ring, dass ich mehr Erfahrungspunkte bekomme, bringt es halt nichts. Da la 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 la. Einfach immer zur Seite rechnen. Oh Mann! Kein Backstep drin. Na, die Rüstung? Ah, dass sie alle nicht die Rüstung verlassen. The rage is real. It's fucking real, man. Come on here, motherfucker. Dass ich da auch nie um Eck komme. Aber auch nichts fallen gelassen, Mann. Muss wahrscheinlich noch mehr auf Glück gehen. Es mangelt an allem. Ja, da sieht mir die Eier hier. Das wäre wirklich ein Gegner in Dark Souls 1 für 1000 oder so. Oder wenigstens für 500, 600. Hier gibt er halt nicht. Für Haltung hat mein Schild. Na, sowieso gucken, ob ich endlich mal vielleicht ein gescheiteres Schild hat. Belastung, Haltung. Haltung 49. Ich hätte eine bessere Haltung, aber die sind alle zu schwer. Ich hätte eine bessere Haltung. Hör doch mal das. Bitte! Was ist denn eine gute Haltung, liebe Leute? Das war. Was wäre denn ein Schild mit einer guten Haltung? Das Silberritterschild ist. Und wo bekomme ich das her?
Schild. Das ist ja auch immer noch eine Frage. Ja, wo bekomme ich denn das Silberritterschild her? Oh, der reißt mir den Arsch auf. Das schätzt diese Kurve immer. Alter, war das knapp. Und er hat was fallen gelassen. Schwert des Lothric und Lothric Ritterstulpen. Das ist doch nice. Taugen die? Ist die Frage. Aha, aha. Die scheinen was zu taugen. Mein Plan ist übrigens, das Rüstungsset von denen zu bekommen. Ich weiß immer noch nicht vom Kuchen Kasper, wo die Silberritter-Bilder sind. Übrigens. Just saying. Müsste auch viel mehr hier aufwerten. Neun Leute gucken zu, das ist doch scheinbar. Bekommst du von den Silberritter Arno Londo? In Arno Londo bekomme ich die. Wie komme ich denn von hier nach Arno Londo? Jetzt sag doch mal. Gibt es hier Arno Londo? In Dark Souls 3? Gibt es Arno Londo in Dark Souls 3? Im dritten Teil. Kommt man da nach Arno Londo wieder? Das will ich sehen. Dark Souls 3. Arno Londo. Wir haben sich ja gar nichts Neues ausgedacht. Wir nutzen jetzt hier auch einfach... Sache, die benutzen einfach Arno Londo mit. Nee, ich bin erst hier. Und wie komme ich jetzt nach Arno Londo? Ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Wie ihr vielleicht wisst. Wem guckt. Ich kann mal sagen, wo ich bin. Bevor wir eine kurze Pause machen. Hier bin ich. Nordwindtal. Muss ich da weiter, um nach Arno Londo zu kommen oder nicht? Weil das Ding ist eine Bitch. Muss man mal so sagen. Kann ich eigentlich mal aufsteigen?
Noch 2000 Seelen. Wir haben einfach Arno Londo auch nochmal mit reingenommen. Aber da hätten sie auch ein Dark Souls 1 Remake machen können. So wie im Pokémon Kristall. Oder einfach auch nochmal das alte Gebiet hast plus ein neues. Oh Mann, ich will da aber nicht hin. Das ist scheiße. Gehen einfach dahin und lassen uns sammeln. Deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder.